This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, das ist heute eine Herzensangelegenheit. Das Ding ist seit Jahren im Fundus. Als ich nach der Lehre, also gerade so mit der Lehre, das erste richtige Geld verdient hatte. Und als alter Pfadfinder, somit hat man immer diese Affinität zu Messern, rührt einfach aus einer Zeit, wo man von ganz früher, wo man als Kind hatte ich immer ein Taschenmesser und nun hattest du das erste Mal das richtige Geld und dann bist du bei uns in Bremen, bin ich zur Waffenhansa gefahren und habe mir ein Buck Folding Hunter, ein 110er gekauft. Der 110er Folding Hunter. Eigentlich die Ikone des Messerbaus, das eins der meist nachgebauten Messer, eins der meist kopierten Messer und in Biker, ganze Farmer-Serien in Amerika, jeder hat so ein Ding an der Hand, an der Tasche mit seiner Ledertasche dabei. Ganz stabile und vor allem sehr schneidige Messer, die mit ihrem Hohlschliff wirklich absolute Schneidteufel sind, die richtig Spaß machen. Ich habe in der Zeit gab es natürlich viele, viele verschiedene Formen. Das hier ist das 560er. Das ist das Titan-Knife von denen. Das gab es dann auch etwas leichter mit deutlichen Fingergriffs, liegen aber trotzdem gut in der Hand. Denn das war immer das Ding, dass dieser Brocken, bedingt durch diesen harten Messingpommel, den kann man nämlich gut auch nehmen beim Fischen, um im Fisch einen rüber zu jucken. Dieses Messer ist sehr, sehr schwer und gewichtig. Deswegen haben das auch viele eben in einer extra Gürteltasche am Mann. Es gab natürlich vorher, und ich habe ja eine Sammlung, ich sammle auch viele Vintage-Knives. Und das hier ist mein Schätzchen. Ich konnte irgendwann mal hier dieses, ne, das ist das 186er Buck. Und das war das Urgestein. Damit fing die ersten Titanmesser an. Das ist der Papa. Das ist die Mama oder was? Von fast allen Titanmessern, die auf dem Markt sind. Das ist das 128er Buck Titan. Alles ein bisschen unförmig. Damals hat man grob gefräst eben damit. Das ist hier diesen Clip. Das war so der erste Versuch, einen Hosentaschenclip anzubauen für ein Messer. Und hat man eben so umgeformt. Den kann man an- und abschrauben. Hier gibt es dann auch noch kürzere Schrauben sind dabei. In dem Set waren kürzere Schrauben dabei. Und hier habt ihr dann auch noch einen abschraubbaren, der ist mit dabei, einen abschraubbaren Ring, der auch gleichzeitig der Bit-Einsatz ist, mit dem ihr diese Schrauben lösen könnt. Dann könnt ihr das Ganze demontieren. Also eine ganz coole Sache. Dieses ist die Mama, heutzutage so in dieser Verfassung, in Original, in Box, ein absolutes Sammlerstück, also absolutes Sammlerstück. Wertsteigerung bis ins Unermessliche in den nächsten Jahren. Also es ist jetzt schon, damals gab es das, war das auch schon kein billiges Messer, aber das 186er, das 186er ist wirklich ein sehr, sehr gesuchtes Messer. Also die gehen bei eBay zu Höchstpreisen weg. Und ich habe hier eins in der Originalverpackung mit Originalzubehör, mit Originalschrauben, alles dabei. Ja, ich hole aus. Es gab eben sehr viele Serien davon, wie dieses Chipflint. Und das Chipflint war eins, wo hinten keine Bolts da waren. Es gab mal auch damals im Custom Shop die 110s, wo man sich die Backen hinten weg zusammenstellen konnte, sodass man hinten nur auslaufend Material hatte. Was dir aus diesem Messer, das es wesentlich handlicher macht, das ist so viel leichter und führiger dadurch. Das Chipflint war auch eine Sonderserie, dies ist hier Nummer 175 von 1000. Das hat so ein bisschen von diesem David Yellowhorse
diese Navajo-Geschichte ein bisschen den Style mit eingearbeitet. Da gab es ja auch sehr viele Sachen von David Yellowhorse, die heute auch zu Höchstpreisen weggehen, wenn man jetzt noch welche hat. Hat man wirklich eine Wertanlage, wie mit diesem Chip Flint auch. Ich habe aber nochmal, ich habe eben wie gesagt, und danach, nach dem 186er kam denn das 560er, weil man das denn genietet hatte. Und dann eben eine, das hatte man genietet und dadurch den Produktionsprozess vereinfacht. Es gab keinen Clip mehr, kein Abgeschraube und nichts. Es war einfach nur wie das Standard-Ding, Standard 110. Nun, aber jetzt komme ich endlich mal zum Punkt. Gibt es was ganz Neues? Ja, nun gibt es neu das Buck 101. Guckt es euch an. Und das ist die feststehende Variante des 110er Folding Hunters. Ohne Finger Grooves und ohne Heckpolster. Dadurch ist dieses Messer sehr führig und leicht, irgendwas bei 130 Gramm im Vergleich zu diesem Brocken, der, ich weiß jetzt nicht mehr, was er wiegt, aber gefühlt fast das Doppelte wiegt. So, ne? Aber wir haben die identischen Abmaße, seht ihr? Die identische Klinge ohne Nagelhau. Und eben die bekannt schöne Ausführung dieses Messers. Einzig, was mir jetzt schon wieder, ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Schneiden. Man hat hier bei dem 9 wieder mal, ich weiß nicht, ob es eine, weil man sich dachte, dass vielleicht der, wir haben hier schon wieder 0,8 von der Klinge. Also steht hier vorne, das ist mir zu viel, gerade bei, so steht der Hohlschliff auf. Also das müsste man runterschleifen. Zum Glück habe ich das gleiche Kontaktrad an meinem Bandschleifer, meiner Messermacherwerkstatt und werde nachher irgendwann nochmal diesen Anschliff etwas feiner machen. Das ist so wie bei den Serien-Folding-Huntern, die nämlich hier, wo sind wir da? Oh. 0,5, ne? Schneiden, die schneiden nämlich super geil. Und hier habe ich schon gemerkt, dass es nicht so geil schneidet. Weil das macht einfach viel aus, wenn man hier zu viel an den Flanken stehen lässt, die nicht zu doll, nicht dünn genug runterschleift. Das ist heutzutage, wird dieser Fehler viel, viel begangen bei von vielen Messerherstellern. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Das gesamte Messer ist dünner geworden. Es liegt top in der Hand. Es ist richtig schön. Was mir aber noch nicht gefällt, wo sie auch inkonsequent waren, sie wollten zu sehr die alte Form beibehalten. Ich hätte es viel, viel geiler gefunden, hätte man diesen Bereich hier etwas weiter eingerückt, dass diese hier der Absatz etwas weiter da rankommt. Denn auch dieser Absatz ist ja eigentlich nur eine Nachempfindung der alten, des Aufschlägers für das Folding-Messer, damit die Klinge im Dings nicht aufliegt. Das ist total unnütz und muss nicht sein. Und da wollten sie, da haben sie einfach, ich wette mal, dass sie das zu sehr genauso machen wollten. Also es ist ja nicht notwendig und es macht das Messer nicht besser. Dadurch bin ich ja immer noch, wenn ich den Griff habe, mit der Seele weit von meinem Druckpunkt weg. Der optimale Druckpunkt beim Schneiden wäre hier. Wenn ich das weiter einrücke, wäre das hier. Nichtsdestotrotz ist dieses Messer ein gutes Messer. Und was mir sehr gefällt, diese neue, dies ist ja auch dieses Diamond Wood. Das ist irgendwie Holzfasern mit Epoxy verpresst. Und dadurch haben sie dann hier so eine schöne Struktur. Das ist also so ein, sozusagen eine Art Holzmikata. Es ist sehr stabil. Die Verarbeitung ist es allerfeinst, sehr, keine überstehenden Sachen, alles sauber poliert und diese Klinge, also es ist, dieses ganze Messer ist sehr, sehr fein, sehr sauber gearbeitet. Hier drin in der Lederscheide, es ist eine durchaus solide gemachte Lederscheide, die innen drin einen, das kriegt man das hier ein, da hat sie, seht ihr, ah ja, da ist so ein Plastikliner, so ein dünner
Kunststoffliner irgendwelches Vinyl. Dieses Vinyl ist ein sehr schöner Durchstechschutz und auch der Sitz des Messers ist perfekt. Nachteil ist eben nur, dass es eben die Backen verkratzt. Ja, Kunststoff, das macht eben Leder nicht so sehr alleine. Also wenn da der Kunststoffschutz etwas tiefer gesetzt worden wäre, würde es nicht die Backen so verkratzen, weil eigentlich brauche ich diesen Kunststoff nicht oben, sondern nur am unteren Bereich, wo die Schneide drin sitzt. Ansonsten ja. So, kostet bei 120 Euro dieses Messer. Das 101er ist eine sehr gelungene neue Variante als feststehendes Messer und wird auch viele, viele Anhänger finden, die eben den Folding Hunter schon jahrelang geschleppt haben. Es ist ein führiges, schlankes Jagdmesser auch. Ne? Also man hat richtig auch eine schöne Spitze, gerade fürs Ringeln, wenn man jetzt hinten das Weitloch ausschärfen muss. Bei vielen Jagden wird das heute gefordert, dass das hinten rausgeschärft wird und nach innen der Darm reingezogen wird. Also eine coole Sache. Und diese Klinge fand ich schon immer gut. Ich finde Hechtklingen sehr genial. Sie haben durchaus aus meiner Sicht einen weiteren Nutzen, ein breiteres Einsatzspektrum wie ein Droppoint. Also von daher ist eine Hechtklinge für mich oftmals fürs reine Hantieren, Werken, Arbeiten als Werkzeug eine bessere Klinge. Denn der große Curve bei Droppoints basiert eigentlich hauptsächlich darauf, dass man einen Kompromiss wählen wollte, um jagdlich, um aus der Decke zu schlagen und einen Kompromiss aus Spitze und Nutzen beim jagdlichen Einsatz. Aber die meisten Leute, die heutzutage Droppoint-Klingen benutzen, benutzen die gar nicht jagdlich. Für die wäre eine spitze Klinge, die hoch geht, viel besser für ihren normalen Alltagsnutzen. Von daher würde ich mal sagen, dass sich das es ist geschmacklich, mögen viele gerne die Droppoint-Klingen leiden, aber vom Nutzen her hast du mit einer Hechtklinge einen besseren Nutzen. Außer natürlich Nutella streichen. Das ist natürlich Butter und Nutella streichen, ist nicht die Domäne dieser Klingenform. Kaufempfehlung? Ja, ich wette, die haben ja auch Serienstreuungen drin bei diesem Anschliff. Wenn ihr mehrere im Laden finden könnt, wenn ihr in eurem Messerhandel mal guckt, dann achtet darauf, dass dieser Aufwurf hier vom Hohlschliff nicht zu breit ist, dass er dünner ist. Da könnt ihr ruhig einen Messschieber mitnehmen, denn schließlich wollt ihr das ja kaufen. Wenn das ein bisschen dünner ist, wie bei den Folding Huntern und hier 560er, dann wäre das noch ein bisschen besser. Und ich weiß, bei Buck gibt es da Serienstreuung. Ansonsten Verarbeitung top, gute Lederscheide, 120 Euro. Der 420 HC Stahl bei Buck ist bewährt. Er ist sehr schnitthaltig. Es ist wirklich nichts Besonderes mehr. Aber die haben irgendwie eine sehr gute Härtung. Man kann heutzutage eben bedingt durch standardisierte Härteparameter holt man meist immer das Optimum aus den Stählen raus, die neuen modernen Härtereien mit ihren computergesteuerten Härteöfen. Da kommt einfach fast immer das Optimum raus und so ist es auch bei Buck mit diesem 420 HC Stahl, der eigentlich eine ziemliche Brot- und Butternummer ist, aber durch die gute Härtung, durch den guten Härteprozess einfach eine sehr tolle Performance hat. Also da holt man das meiste aus diesem doch einfachen Stahl raus. Also man kann jetzt nicht begründen, dass dieser Stahl besonders gut ist. Das kann man nicht sagen, es ist eher ein einfacherer Messerstahl. Ja, das ist eine sehr schöne Variante, wird bereichert sehr die Backfreunde, die 110er-Freunde, werden dadurch eine neue Variante haben in Richtung Buck. Warum sie nicht ein einziges Mal das 110er mal abgewandelt haben, dass es das ohne diese super schweren Pommel hinten gibt, sondern einfach so durchgezogen, wenn das würde nochmal wieder ein Brenner werden, wenn ihr euren Folding Hunter endlich mal so ausliefert. Das wäre das bessere Messer. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen was zeigen über das neue Buck
Und wenn ihr was dazu sagen wollt, unten sind Kommentare. Wenn ihr meint, ich bin hässlich genug, dass ihr mich wiedersehen wollt, dann könnt ihr auch abonnieren. Danke. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.